Spielzug. Das Fanmagazin der Deutschen Bahn berichtet vor jedem Bundesliga-Wochenende über die Partnervereine der DBRG. Hertha BSC, Eintracht Frankfurt und 1899 Hoffenheim. Diesmal Hertha nach dem Pokal aus in Koblenz. Dazu im Interview Kapitän Christian Lell. Sowie in der Reha Mittelfeldspieler Patrick Ebert und bei Facebook Zecke Neuendorfs Außenbahn. Die schöne Serie ist dahin. Nach 10 Spielen ohne Niederlage kassierte Hertha BSC im Pokal in Koblenz die erste Pleite der Saison. Da bleibt nur eines: abhaken, nach vorne schauen und am Samstag in der Liga gegen Ingolstadt die richtige Antwort nach dem Pokal ausgeben. Ja, wenn wir daraus lernen, dann habe ich keine Befürchtung. Nur uns muss klar sein, dass wir eben öfters auf solche Mannschaften treffen werden, die ihre Tugenden in die Waagschale werfen, sprich hohen Einsatz zeigen am Rande des Erlaubten. Und da darf man sich A nicht provozieren lassen, B muss man trotzdem versuchen, seine Leistung abzurufen. Christian Lell trug in Koblenz die Kapitänsbinde für den verletzten André Mijatovic. Sein erstes Spiel als Kapitän hatte sich der Ex-Bayer bestimmt anders vorgestellt. Wie es jetzt mit Hertha weitergeht, erklärt Lell im Interview bei Axel Kruse. Christian, bisher ist die Saison perfekt gelaufen. 23 Punkte, Tabellenerster in der zweiten Fußball-Bundesliga. Jetzt gab es den ersten Rückschlag gegen Koblenz im Pokal. Wie sehr wirft euch das zurück? Na, ich hoffe nicht. Nicht, dass uns das weit zurückwirft. Das wird abzuwarten sein, denn wir müssen die richtige Reaktion zeigen in der Bundesliga und müssen da möglichst unsere Serie fortfahren. Und da wollen wir natürlich am Wochenende gleich mit starten. Jetzt habt ihr allgemein ein Verletztenproblem. Du bist jetzt auch noch angeschlagen. Könnte das zum Ende der Hinrunde ein Riesenproblem werden, dass die Verletzungssorgen doch zu groß sind? Ja, man darf das nicht unterschätzen. Das ist richtig. Einige unserer Stammkräfte, die fehlen uns. Patrick Ebert fehlt uns von Anfang an. Und wir müssen schon schauen, dass die recht schnell wieder gesund werden, weil wir die benötigen. Das hat man gesehen in den letzten Wochen, dass das wichtige Spieler waren und auch sind. Aber wie gesagt, wir können da nicht trauern. Also wir müssen nach vorne schauen und müssen gucken, dass wir dann das Pokalspiel aus den Köpfen kriegen von den Jungs und dementsprechend, wie gesagt, unsere Serie dann in der Liga weiter fortführen. Du persönlich wolltest einen Neuanfang starten hier in Berlin, bist sogar in Koblenz schon Captain gewesen. Wie sehr, glaubst du denn, ist dir dein Comeback gelungen? Ja, das habe ich auch schon oft gesagt. Ein Neuanfang war es für mich nicht. Es war einfach ein neuer Weg in meiner Karriere, wie ich ihn auch schon vor einigen Jahren in Köln gemacht habe und dann wieder in München und jetzt in Berlin. Ich habe mich von Anfang an auf die Aufgabe gefreut und mir war wichtig, dass der Verein und die Mannschaft gut startet und eine erfolgreiche Saison spielt. Und ich will meinen Teil dazu beitragen. Je mehr und je besser mir das gelingt, umso schöner ist es für mich und auch für den Verein. Sein Neuanfang ist ein Weg vieler kleiner Schritte. Fanliebling Patrick Ebert erlitt im Sommer einen Kreuzbandriss und wird wohl erst in der Rückrunde wieder auf dem Platz stehen. Sein Alltag? Reha, 6-mal die Woche, mehrere Stunden täglich. Seit dieser Woche darf Ebert aufs Laufband. Ein kleiner Erfolg für den neuen Patrick Ebert. Seine privaten Ausrutscher sollen nämlich endgültig der Vergangenheit angehören. Man könnte das noch unter Jugendsünden verbuchen. Also ich denke, jeder von uns war in der Jugend, auch Sie vielleicht, nicht gerade schulbuchmäßig. Und naja, das ist jetzt halt passiert, aber das hake ich jetzt ab oder habe es abgehakt und schaue nach vorne und bin auch, denke ich, ein bisschen reifer geworden und weiß jetzt einige Dinge mehr zu schätzen und einen anderen Freundeskreis und ja, so eine Sachen spielen dabei eine große Rolle, denke ich. Im letzten Jahr sorgte Ebert neben dem Platz für die Schlagzeilen, doch das ist vorbei, jetzt widmet er sich anderen Dingen. Ich lerne jetzt Russisch, dadurch, dass meine Freundin Russin ist und du hast dadurch noch eine andere Beschäftigung, die dich vielleicht ablenkt, weil du jetzt gerade nicht Fußball spielen kannst oder du kümmerst dich um gemeinnützige Zwecke, was ich jetzt auch mache. Das Wichtigste aber bleibt natürlich der Fußball. Bald will Ebert wieder auf dem Platz für Furore sorgen. Gut für ihn, das Vertrauen des Trainers ist ihm gewiss. Paddy ist einfach ein Spieler, der uns fehlt, der in der Vorbereitung einfach sehr gute Leistungen schon gezeigt hat, von dem ich mir sehr viel erhoffe. Aber er darf auch nicht ungeduldig werden. Seine Heilung verläuft immerhin schneller als erwartet. Ebert ackert in der Reha, damit er bald wieder seine Fans begeistern kann. Ja, natürlich freut man sich, dass die Fans hinter ihm stehen und ich will auch so schnell wie möglich halt wieder auf dem Platz sein und das den Fans zurückzuzahlen, was sie für mich getan haben oder mich angefeuert haben, das will ich mit Toren und Vorlagen zurückzahlen.
Frankfurt. Die Eintracht muss mehrere Wochen auf Alex Meyer verzichten. Der Mittelfeldspieler zog sich im Pokal einen schweren Muskelfaserriss zu. Ohne Meyer geht's für die Eintracht am Samstag bei St. Pauli um Bundesliga-Punkte. Die Tabelle. Die Eintracht ist 9. Hoffenheim liegt auf Platz 4. Mit einem Sieg im Heimspiel gegen Hannover kann 1899 sogar auf Rang 3 vorrücken. Seit wenigen Tagen ist die neue Seite der Deutschen Bahn rund um die DB-Fußballcamps online. Unter www.db-fußballcamps.de findest du alle Infos über die nächsten Camps, umfangreiche Bildergalerien zu den absolvierten Camps, News über die Partnervereine der Bahn und vieles mehr. db-fußballcamps.de beantwortet dir alle Fragen zu den Fußballcamps der Deutschen Bahn. Der Klick lohnt sich. Das Büro von Hertha TV. Hier arbeitet, hier lebt man Hertha, hier ist Blau-Weiß Programm. Und damit natürlich auch er. Zecke Neuendorf, Idol der Fans, nie um einen guten Spruch verlegen. Seine Sprüche liefert Zecke neuerdings auf Facebook, analysiert nach jedem Spieltag die Partie der Herthaner in Zeckes Außenbahn. Ich glaube, Zecke kann man nicht briefen, der redet frei von der Leber weg und sagt so, wie er es denkt. Und ich glaube, genau das ist das, was die Fans auch interessiert und was die Fans auch wirklich Spaß macht. Auf der Facebook-Seite der Herthaner finden sich die Clips mit Zecke. Zecke ist der Hauptdarsteller, in dieser Woche aber mit prominentem Besuch. Axel Kruse schaute auf der Außenbahn rein. Oder besser gesagt in der S-Bahn, denn hier spielt Zeckes Außenbahn. Kruse und Zecke in einem Außenbahn-Spezial. Hier bin ich wieder, euer Zecke. Also jetzt ist nicht nach dem Spiel, sondern wir sind vorm Spiel. Und ich setze mich hier in die Bahn rein und wen treffe ich? Meinen Freund Aki. Aki Kruse, Fußballgott ist hier. Zecke und Kruse, bierernst über die Leistung von Hertha in dieser Saison. Das ganze Außenbahn-Spezial gibt es auf der Facebook-Seite der Berliner zu bewundern. Und was denkt Zecke über seine Außenbahn? Da ich ja ein absolut positiv denkender Mensch bin, gibt es bei mir eigentlich kaum kritische Worte, außer vielleicht mal gegen den Schiedsrichter, habe ich mich aber auch zurückgehalten bisher. Und von daher denke ich einfach, aber ja, für Anregungen bin ich gern zu haben. Und wir wollen es noch ein bisschen ausbauen, aber mehr möchte ich nicht verraten. Zeckes Außenbahn, der Renner auf Facebook. Dort hat unser Internetstar aber noch etwas entdeckt. Ja, und nicht nur Hertha hat eine tolle Facebook-Seite. Ich habe mal ein bisschen rumgesurft und bin bei der Deutschen Bahn hängen geblieben. Hat auch eine tolle Facebook-Seite. Da klickt doch einfach mal rein. Übrigens, nur auf Facebook gibt es das Chefticket der Deutschen Bahn. Kostet 25 Euro pro Strecke, gilt zweiter Klasse und das auch im ICE. Erhältlich bis 7. November das Chefticket der Bahn, nur auf Facebook. In dieser Woche verlosen wir ein Trikot mit Autogramm von Christian Lell. Beantworten Sie einfach folgende Frage. Wie oft wurde Christian Lell mit dem FC Bayern deutscher Meister? A. Zweimal oder B. Fünfmal? Schicken Sie Ihre Antwort bis zum 3. November per Mail an die Adresse gewinnspiel@spielzug.com. Viel Erfolg! Spielzug, das Fanmagazin der Deutschen Bahn, meldet sich am nächsten Freitag wieder. Im Videochannel auf Sport 1 in der Fanecke der Bahn bei TV Berlin, Rhein-Main TV und Rhein-Neckar Fernsehen.